Attention, please. Attention, please. Attention, please. Attention, please. Herzlich willkommen zu Real Talk, der Interviewreihe zum gleichnamigen Sampler, den wir hier in Lububeats bei Lububeats produziert haben. Neben mir ist der Rapper Bambi und ich freue mich voll, dass du da bist, dass wir mal ein bisschen quatschen können, dass wir uns auch ein bisschen kennenlernen können und vor allem, dass die Leute dich mal kennenlernen. Stell dich doch mal kurz vor. Ich heiße Bambi, bürgerlich Mats Scheu. Ich bin 20 Jahre alt, wohne in Ludwigsburg, wohne mein ganzes Leben schon in Ludwigsburg. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ich freue mich, auf dem Sampler drauf zu sein. Ja. Großartig. Du hast uns auch einen grandiosen Song abgeliefert, wie ich finde. Ein Song, der nicht nur mit seinem Titel heraussticht, was das Laternenlicht verschweigt, sondern auch vom Sound, vom Flow und vor allen Dingen von der Story, die du da droppst. Worum geht es in dem Song, was das Laternenlicht verschweigt? Es geht darum, einen Jungen aus der Oberschicht, einfach ein Junge, der, man sagt, ein gutes Umfeld hat, ein geldhabendes Umfeld hat, der aber, zu Hause so ein bisschen Probleme mitmacht, was seine Eltern angeht und, die falschen Entscheidungen trifft, die falschen Wege geht, nicht mal, weil er vielleicht Bock drauf hat, sondern weil er in dem Moment keine andere Möglichkeit sieht. Und er verzwickt sich dann darin so ein bisschen und man könnte sagen, er geht da ein bisschen blauäugig rein so. Und es hat, kein gutes Ende für ihn. Und das wollte ich mit dem Track ein bisschen aufzeigen, dass, falsche Entscheidungen oder Entscheidungen, die man so als, die man so in der breiten Masse vielleicht nicht nachvollziehen kann, dass die nicht immer was mit, Armut zu tun haben oder Dummheit oder Geldnot oder sonstigem, sondern dass die teilweise auch Wurzeln haben, die nicht so offensichtlich erkennbar sind. Und genau, das wollte ich mit dem Track eben so ein bisschen beleuchten. Ja, mega, super spannend. Vor allem, weil die klassischen Stories ja sind, Leute wachsen im Ghetto auf und geraten auf eine schiefe Bahn, aber dass das genauso, dass das nichts mit der sozialen Schicht zu tun hat, sondern einfach auch mit den Umständen, die hinter der verschlossenen Tür geschehen, wird in diesem Track einfach wunderbar aufgezeigt. Ein Junge, der, wie gesagt, in der Oberschicht, wo man denkt, da ist heile Welt, auch einfach Mist erleben kann. Großartiger Song. Beruht er auf wahrer Begebenheit? Also hast du das so miterlebt oder ist das rein fiktiv? Ich persönlich habe das so nicht miterlebt. Es gibt bestimmt Schicksale da draußen, die der Geschichte ähneln. Aber ich habe mir den Charakter so ausgedacht, wo ich aber sagen kann, okay, das kommt der Realität bzw. meiner Vergangenheit sehr nah, sind so Situationen wie, er hört die Eltern streiten oder er betäubt sich und trifft falsche Entscheidungen, was seine Gefühlslage und so weiter angeht. Das sind Sachen, die ich selber so miterlebt habe und die ich dann auch so in den Track mit reingepackt habe und die einfach auch noch, die den gerade diesen tieferen Einblick eben ermöglichen sollen. Du erzählst, dass zum Beispiel Mats, dass der Max auch ein Problem hatte mit Erwartungshaltung seiner Eltern.
Das, ja, ist einfach auch, er ist einfach in einem Alter, wo man dann verschiedene Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel die berufliche Laufbahn einschlagen muss. Was studiere ich jetzt oder mache ich einfach eine Ausbildung? Welchen Weg gehe ich? Was machst du? Was macht Bambi noch neben seinem Rap-Game? Du hast da sicher auch schon eine Entscheidung getroffen. Bist du happy mit dieser Entscheidung? Und wenn ja, was machst du so? Ich mache im Moment die Ausbildung zum Erzieher, die vollschulische. Es ist so, ich kam aus der, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht im Bereich Metall, weil ich dachte, okay, ich gehe noch ins Handwerk irgendwie, dass das so mein Arbeitsfeld ist. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und ich wusste danach nicht, was ich machen soll. Und mein Papa hat dann gesagt, ja komm, machst die Elektriker-Ausbildung. Mein Papa hat die auch gemacht und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich jetzt nichts mache, so, dann mache ich lieber das. So, ich krieg ein bisschen Geld, habe was zu tun. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, nee, das ist nicht so meins. Einfach diese Handwerkswelt, so morgens früh aufstehen, abends spät nach Hause kommen, körperliche Arbeit und so, war nicht so meins. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal eine Zeit lang nichts gemacht, habe dann ein FSJ gemacht und in dem FSJ ist mir dann klar geworden, so, hey, guck mal, irgendwas musst du ja machen, so, und wenn es Handwerk nicht ist, worauf denn dann? Worauf hast du denn dann Bock? Und da habe ich über den sozialen Bereich nachgedacht und für mich war der soziale Bereich davor einfach nur Pfleger, so, das war so abgestempelt damit. Und habe dann das Berufskollegium sozialpädagogischen Bereich gemacht, ein Jahr lang. Und danach die Ausbildung zum Erzieher angefangen. Ja, ich wollte noch, beziehungsweise ich befinde mich gerade im Zwiespalt. Ich wollte mir eigentlich den Jugendbereich noch angucken, beziehungsweise Wohngruppen oder im Jugendheim. Und jetzt bin ich aber gerade in dem Kindergarten, wo ich selber auch als Kind im Kindergarten war. Und Back ja, to the roots. genau, so kann man es sagen. Und ja, ich fühle mich da im Moment sehr wohl und jetzt bin ich gerade ja, wie soll man sagen, noch am Entscheiden, ob ich die Ausbildung im Kindergarten zu Ende mache und danach in den Jugendbereich gehe. Genau. Aber ich denke, der soziale Bereich ist es einfach, weil es ist abwechslungsreich, man arbeitet mit Menschen zusammen und kein Tag gleich dem anderen und ich finde es einfach sehr wichtig. Genau. Ein Rapper im Kindergarten ist ja jetzt auch erstmal, gibt es vielleicht häufiger, aber nicht viele würden da so offen jetzt drüber reden wie du, von wegen Street Credibility und dies, das. Würdest du sagen, dass der Job im Kindergarten auch so deine Art Texte schreiben verändert hat oder ja, so den Inhalt deiner Mucke verändert hat? Definitiv, ja. Also ich bin in den Kindergarten gekommen und ja, mir ist einfach aufgefallen, so dieses, man wusste ja, Kinder sind Kinder und Kinder reden alles raus und was sie sehen und was sie denken, so, da wird erzählt und man kann sagen, ohne nachzudenken geredet. Und genauso ist es aber auch, wenn sie quasi auf Menschen zukommen, so dieses Ehrliche einfach. Und das habe ich mir abschauen können und habe das dann auch, beziehungsweise bin gerade dabei oder möchte das auf jeden Fall in meine Texte mit einarbeiten, so dieses Ehrliche und auch mal was anzusprechen, was an einem selber vielleicht nicht so perfekt ist oder wo man selber noch sagt, sehe ich eigentlich anders, aber mache ich die ganze Zeit anders, weil alle um mich herum das so machen und weil es irgendwie so vorgegeben ist. Und ich finde auch mal so eine Seite von einem selber zu beleuchten ist was sehr authentisch ist und was finde ich auch in einem Rap-Track sehr viel über den Künstler aussagt. Wenn ich jetzt Deutschrap im Moment anhöre, dann, naja, geht es halt immer um dieselben Themen und das ist mir halt zu eintönig und zu langweilig so. Wenn ich was anhöre, dann ja, möchte ich mich da schon auch reinfühlen können. Natürlich hört man auch mal was an, einfach nur, weil man Bock drauf hat. Aber wenn es so um mich geht und um das, was ich ausdrücken will, dann möchte ich da eigentlich schon, naja, wie soll man sagen, wie so ein Bilderbuch durchlaufen eben, wo man dann verschiedene Eindrücke bekommt und sich selber dann seine Meinung bilden kann. Und
Ja, dieses Kritische mit einem selber konnte ich mir zu einem Teil schon aus dem Kindergarten abgucken, auch aus dem Unterrichtsstoff und so, der dann in der Schule eben auf mich zukam. Und ja, also man wächst in dem Beruf, man lernt sich selber besser kennen, weil nur wenn ich mich selber gut kenne, kann ich auch jemand anderem dabei helfen, er selbst zu werden quasi, sich zu entfalten. Und das ist ja eigentlich im Kindergarten die. Darauf ist ja eigentlich das Augenmerk, Augenmark. Darauf legt man ja Wert im Kindergarten, dass die Kinder sich frei entfalten können. Und genau, das konnte ich mir daraus abschauen. Nice, schön. Nicht nur inhaltlich fand ich deinen Song halt herausstechend von dem Sampler, sondern auch die Art, wie du flowst, die Art, wie du rhymst, wie du mit deiner Stimme umgehst. Und du sagtest vorhin, dass du nicht so viel Deutschrap aktuell hörst, weil sich das irgendwie alles gleich anhört und so. Und ich kann das voll nachvollziehen, definitiv. Was inspiriert dich? Also, wie hast du gelernt, so zu flowen? Gibt es da eine Inspirationsquelle, beziehungsweise denkst du auch, dass den Style, den du gerade fährst, hast du deinen Style so gefunden oder bist du sehr verspielt und sehr offen auch für neue Sachen? Das waren jetzt zwei Fragen, ne? Beantworte mal gut gerne erst die erste und dann die zweite. Meine Inspiration war, glaube ich, die erste, richtig? Inspiriert, beziehungsweise was mir so, ich finde so, ja, was mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat, kann man sagen, ist Haze aus Karlsruhe. Ich habe damals von mein Bruder hat mir den das erste Mal gezeigt, vom Karlsruher Schule Tape. Daraus habe ich, glaube ich, den ersten Track gehört. Und es hat mir am Anfang noch nicht so gefallen, aber dann bin ich nochmal drüber gestolpert und ja, die Reimstruktur und auch so, er hat auch dieses Selbstkritische drin. Das hat mich schon ja, sehr gefesselt und sehr mitgenommen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Aber ich finde, ich möchte nicht, dass die Leute Bambi hören und dann sagen, ah ja, der hört sich an wie Haze. Also ist mir schon wichtig, dass ich da was Persönliches und was Eigenes habe und dass es auch so identifiziert wird. Dennoch denke ich jetzt für mich in meinem jungen Alter ist sowas nicht schlecht zu haben, dass man jemand hat, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann. Aber auf lange Zeit gesehen möchte ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln und möchte auch weiterhin mit meiner Stimme und mit der Reimstruktur spielen, denn ja, ich finde immer wichtig ist dann am Ende, wenn man sich das anhört, was für Bilder man sieht und wie das Ganze eben durch den Gehörgang geht und was man sich dabei denkt. Und ich finde, es muss nicht immer nur ja, stumpf das Gleiche sein, nur weil es eben so gefeiert wird und weil jeder das von einem so erwartet. Also ich finde, ein Künstler hat, finde ich, schon auch ein bisschen die Freiheit, sich frei zu entfalten, so auf jeden Fall. Ja, ich finde es einfach sehr wichtig, dass man nicht stagniert und dass man nicht auf einem Punkt steht, sondern dass man weitergeht und sich entwickelt und ja, immer das Neue in einem selber findet und das eben ins richtige Licht stellt. Ja, voll. Der Name Bambi ist ja jetzt auch erstmal ungewöhnlich für einen Rapper. Wie bist du auf den Namen Bambi gekommen und warum nennt sich ein Rapper Bambi? Ja, für mich ist es so ein bisschen, ich dachte mir, ich habe mich angeguckt und ich dachte mir so, was würde denn passen, so, was würde denn gehen? Und dann war ich so, naja, die üblichen Sachen noch so mit der Postleitzahl hinten dran, so, das ist einfach zu Ghetto so und ich komme aus keinem Ghetto und ich hatte es auch nie schwer gehabt. Deshalb, Bambi hat für mich was Kindliches, klar, wegen dem Charakter, wegen dem Disney-Charakter eben. Und gleichzeitig sehe ich aber auch was Großes darin, so wegen Bumblebee. Ich finde, es liegt da nah dran. Und also Bumblebee, Transformer. Und ja, das war es eben, womit ich mich dann identifizieren konnte. So dieses,
ein bisschen der Widerspruch, wenn ich dann vor Leuten stehe oder vor irgendjemandem stehe und dann zur Sprache kommt, dass ich Bambi als Künstler heiße und das dann so, ach ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, so dieses, ja, das, ich finde es einfach wichtig, dass das bisher ein bisschen, ja, dass da so ein bisschen Geschmack drin ist und vielleicht auch was, ich denke, wenn was nicht so ganz zusammenpasst und es aber trotzdem zusammengehört, ich glaube, das bringt mehr, wie soll man sagen, mehr Materie mit sich, wie wenn man jetzt weiß, wie wenn man mir den Namen schon ansehen würde, so, weil dann ist einfach nichts mehr Besonderes. Und das konnte ich in den Namen Bambi sehr, sehr gut, konnte ich für mich darin sehr gut wiedersehen, so. Und ja. Ist dir gelungen, finde ich. Also ich Dankeschön. bleibt auf jeden Fall im Kopf hängen, der Name. Und besonders die Metapher mit dem Transformer finde ich auch irgendwie nice. Ist es bei dir so, dass du sagst, hey, wenn ich Mats Scheu bin, bin ich halt der Typ, wenn ich Bambi, der Rapper bin, dann transformiere ich quasi zu einer anderen Personality Transformer in Form von, hat dir das Rap-Ding, die Arbeit vielleicht auch mit Lubu Beats, beziehungsweise das Feedback von Leuten, die deine Mucke hören, hat dir das auch irgendwo geholfen, deine Self-Confidence zu transformieren? Hat es was damit zu tun oder ist das jetzt voll weit hergeholt, was ich da erzähle? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube im Grunde so mit Transformieren und so weiter hat es nichts zu tun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich stehe, wenn ich sage, ich bin Bambi oder ich bin Mats. Ich meine, klar, Bambi ist ausgedacht. Bambi ist halt der Rapper so, der Sachen ausspricht, die Mats nicht sagen würde so. Und ja, gerade deshalb, ja, ich habe mir auch, also dieses, der Gedanke anzuecken und der Gedanke, Sachen zu sagen, die man heute, ja, die man, die so auf den Tisch gehauen sind, so, das, ja, wird auf jeden Fall noch kommen und spüre ich auch so ein bisschen brodeln in mir. Und ich glaube, da ist halt der Name Bambi dann auch nochmal so wieder der Kontrast eben. So, Bambi ist der Disney-Charakter und plötzlich kommen da aber Sachen auf dem Track, die so, die hätte man so gar nicht erwartet. Ja, also ich glaube, Mats Joy ist einfach, ich glaube, Bambi könnte sich in Gesellschaft genauso gut verhalten und ausdrücken, wie Mats Joy das kann. Es ist nur so, dass ich halt eben bürgerlich Mats Joy heiße und mir selber die Freiheit gegeben habe, die Freiheit genommen habe und mich einfach Bambi genannt habe, um eben Sachen zu sagen, die man so vielleicht von einem Bambi gar nicht erwarten würde. Ja. Ja. Also, da hast du jetzt ja schon ein bisschen angeteasert, dass auf jeden Fall noch neuer Stuff von dir kommen wird. Kannst du da schon ein bisschen was Konkreteres zu sagen oder ja, was können wir so von dir erwarten? Also auf jeden Fall dieses Selbstkritische, dieses Beleuchten von Dingen, die für uns vielleicht alltäglich sind, aber in anderen Ländern oder nicht überall auf der Welt so gehen. Und auch gleichzeitig dieses Harte einfach, dieses Sagen, wie es ist. So. Das ist was finde ich sehr, was ein bisschen untergeht, so gerade in der Musikszene. Ich finde, man kann da viel mehr mit anstellen, man kann sich da viel mehr Gehör verschaffen, so. Und ja, da wird auf jeden Fall noch was auf euch zukommen. Ich bin fleißig am Arbeiten und ich habe Spaß dran. Und Das ist sehr wichtig. so sieht's aus, ja. Und ja, da wird auf jeden Fall noch was von mir kommen. Ich bin am Machen, ich bin am Tun. Und ja, fürs Erste verrate ich mal nicht mehr. Bin auf jeden Fall super gespannt, was da kommt. Ja, Mann, was das Laternenlicht verschweigt, meiner Meinung nach ein Riesensong.
als er den bei mir, als Bambi den bei mir aufgenommen hat, habe ich tatsächlich erst gedacht, was für eine krasse Story, und bin dann hinterher erst quasi, als ich den ein paar Mal gehört habe im Mix so, darauf gekommen, wie krass sozialkritisch dieser Song doch auch ist. Und da ist ja echt ein tolles Ding gelungen. Und ich bin echt happy, dass das Ding auch mit auf dem Sampler ist und ihr euch dann auch die Möglichkeit habt, euch das Ding mal zu geben. Ich danke dir für das Interview. Ich danke dir für die Zeit, und für deine Offenheit in den Fragen. Hast du zum Abschluss noch was, was du der Crowd gerne sagen möchtest? Dann kannst du das einmal in die Kamera sagen. Erstmal geht natürlich raus, sag ich dahin, großes Dankeschön an Lubo Beats, dass ich hier dabei sein darf, hier in dem Interview, dass ich hier aufnehmen kann. Das ist wirklich, ja, für mich als Künstler was sehr Zuvorkommendes und macht mir wirklich riesen Spaß, hier zu sein und dabei zu sein, vor allen Dingen. Und ansonsten, ich grüße meine Freunde, ich grüße meine Familie natürlich, das darf man auch nicht vergessen. Ja, Instagram, Bambi.lb. Irgendwie müssen einen ja die Leute im Internet verfolgen können. Unbedingt. Und ansonsten nochmal ein großes Dankeschön. Also ich freue mich wirklich hier zu sein. Es macht jedes Mal Spaß, wenn ich hier im Studio stehe. Und das war's. Ich freue mich auf den Sampler, genau. Ja, sehr, sehr gerne. Wir werden sein Instagram auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken. Genau. Das war's jetzt von uns. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, ein Abo da, drückt auf die Glocke, ihr wisst, wie das läuft. Und genau, alle wichtigen Links findet ihr in der Beschreibung. Checkt die gerne mal aus. Und wir freuen uns dann auf das nächste Mal. Ihr seid gespannt, wer das nächste Mal neben mir sitzen wird. Und ja, bis dahin alles Gute. Wir sind raus. Ciao. Ich erzähl euch heute eine Story über einen Jungen namens Max, der in jungen Jahren auf den Unterricht verpasst. Schule ist ihm scheißegal, denn zu Hause gibt es Krach. Seine Eltern schreiten ständig und die Scheiße hat er langsam satt. Er lenkt sich ab, wie sein Vater durch den Schnaps. Nachts hört er sie streiten und kurz darauf, wie es klatscht. Max muss betäuben, was er denkt und was er fühlt, wovon er aber keine mehr...